Heute geht es darum, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Wer oder was ist Gott? Das Universum, die Quelle, das Quantenfeld. Und es ist so, so wichtig in diesem Verständnis, dass wir auf dieser Erdenreise über uns selber gewinnen, mit all den Erfahrungen, die wir machen, mit all den schmerzlichen Erfahrungen, die wir machen, dass wir erkennen, warum wir hier sind, warum wir Erfahrungen machen, warum wir diese Reise machen. Ich nenne ja diese Reise Divine Design Reise, weil es mich in einen verkörperten Zustand meiner Seele, meines göttlichen Designs bringen soll. Ja, wir sind alle zusammen auf einer Reise. Wir sind alle eins. Wir sind alle eins. Wir sind alle eins im Bewusstsein. Wir sind alle eins im einheitlichen Bewusstsein, in unserem Seelenbewusstsein, in unserem Divine Design, in unserem Samen, der in uns ist, in unserem göttlichen Samen, wenn ich das Wort Gott wieder nennen darf, sind wir alle eins. Und diese Illusion, dass wir uns voneinander unterscheiden, durch wie unsere Körper manifestiert sind, wie unsere Charaktereigenschaften manifestiert sind, wie unsere Vorlieben manifestiert sind, wie unsere Geschmäcker manifestiert sind. Hinter diese Illusion geht es, zu schauen und zu sehen, wo sind wir alle eins und was bedeutet das, alle eins zu sein. Und es ist so viel drüber gesagt und philosophiert worden, aber letztendlich ist doch die interessante Frage, was heißt es für mich, wenn ich mit allen eins bin, wenn alle ich sind, wenn alle mit mir verbunden sind? Was bedeutet das für mein Leben? Und zwar für mein Leben im Wohlfühlen. Weil das ist ja das. Wir suchen ja alle das Gleiche. Wir suchen ein Leben, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir glücklich sind, in dem wir gesund sind, in dem wir uns gut und richtig fühlen, indem wir keine Angst haben, keinen Stress haben, sondern purer Genuss, auch noch etwas Aufregung und Begeisterung. So möchten wir doch alle, dass sich unser Leben anfühlt. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und da siehst du schon wieder, da sind wir alle eins. Weil das ist die Qualität des göttlichen Designs. Weil sonst müssten wir ja alle andere Sachen haben wollen. Aber wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen gesund sein, wir wollen in Frieden leben, wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen uns selber lieben, wir wollen die Welt lieben, wir wollen das Leben lieben, wir wollen Liebe. Und da komme ich schon wieder zu diesem fatalen Vorstellung dieser bedingungslosen Liebe. Ja, da ist auch ganz viel Missinterpretation im Raum und wird geteilt, bedingungslose Liebe, wo einem den Eindruck macht, ich muss jetzt bedingungslos alle dunklen, hässlichen Sachen lieben. Ja? Ich muss lieben, wenn es mir schlecht geht. Ich muss es lieben, wenn ich krank bin. Guten Morgen, Manu. Ja, und das muss ich nicht. Hier geht bei bedingungsloser Liebe geht es nicht darum, dass ich völlig aufgelöst in Tränen vor Rührung und Dankbarkeit sein muss, wenn ich schlechte Dinge sehe oder wenn ich Dinge sehe, die mir schmerzen oder wenn ich Verletzungen spüre, dann muss ich hier nicht bedingungslos genau das lieben, sondern ich muss erkennen, dass ich in Wahrheit bedingungslose Liebe bin, die nicht zerstört werden kann, die nicht verletzt werden kann, die nicht geschmerzt werden kann, weil meine Seele rein und unverletzt ist und weil ich im Prinzip ich als Seele, als göttliches Wesen, als bedingungslose Liebe,
weder kaputt gemacht werden kann noch zerstört werden kann. Und das ist die Story der Wiederauferstehung. Ich kann nicht zerstört werden. Und da komme ich zu Neville Goddard. Da möchte ich euch was erzählen. Ich liebe dieses Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich lese natürlich immer auf Englisch. Das ist The Neville Goddard Collection. Also das ist richtig dick. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 seiner Bücher drin. Und alle original auf Englisch. Und ich kann es euch nur empfehlen, die Originalen zu lesen, soweit sie in Original sind. Weil da ist wirklich Neville Goddard drin und es ist nicht irgendwie umschrieben, was immer so schwierig ist, auch bei der deutschen Sprache, weil man Dinge zum Teil so umschreiben muss und wenn man nicht wirklich drin ist, dann kommt da was anderes raus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, was eben auch zu dem Titel jetzt von dem heutigen Video, das ich mit euch teile, wer bin ich, Gott, Universum, was auch immer. Er sagt, in all creation, in all eternity, in all the realms of your infinite being, the most powerful fact is that which is stressed in the first chapter of this book. You are God. You are I am that I am. Und ich weiß, das wird immer wieder gesagt, du bist Gott, du bist das ich bin. Aber ich bin, ja, ist das Erste am Anfang. Ich bin. Fact. Ich bin. Das ist in der Mitte. Das ich bin. Am Ende wieder. Ja, ich bin. Das ich bin. Und ich bin das Göttliche. Ich bin das Göttliche. Ich bin das Göttliche. Das heißt, das muss ich mir eben im Kopf mal überlegen, was das heißt. Das heißt, ich habe keinen Fehler. An mir ist nichts falsch. Es ist so das Wichtigste. Ich bin so, so gut. Wachst du morgens auf und sagst dir, ich bin so, so gut. Das wäre schon mal ein riesengroßer Gamechanger, wenn wir das machen würden, wenn wir morgens aufwachen würden und einfach nur sagen, ich bin so, so gut. Mein Leben ist so, so gut. Nur schon alleine das, diese Energie, ich bin so, so gut, wenn die mal überwiegt in unserem Denken, in unseren Ansichten, dann haben wir schon einen Zustand erreicht, der so viel besser ist wie der normale Tageszustand, durch den wir gehen, weil wir immer wieder automatisch, und das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir erkennen müssen, automatisch in unserem Denken Fehler suchen. Ja, wir suchen immer wieder Fehler. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, egal was war, was ich jemals gemacht habe. Fakt ist, ich bin Gott, ich bin das ich bin und ich bin so, so gut. Weil meine Seele, ich, mein tiefstes Ich, mein Divine Design, mein göttliches Sein, das ist niemals schlecht gewesen. Das war niemals verkehrt, ich war niemals verkehrt. Mein Mensch, der war verkehrt gewickelt, mein menschliches Denken, mein Ego-Denken war verkehrt gewickelt, hat verkehrte Rückschlüsse gezogen, die dann heißen, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Und so what? Ja, da kann ich nur sagen, so what? Ich habe eine falsche Wahrnehmung gehabt. Ich habe falsche Rückschlüsse gezogen. Ich erinnere mich falsch. So einfach kann ich eigentlich mit meiner
unerwünschten Vergangenheit abschließen, indem ich einfach sage, ich erinnere mich falsch. Ich erinnere mich falsch, ich habe falsche Rückschlüsse gezogen, weil mein menschliches Selbst, wann auch immer, Rückschlüsse gegen mich gezogen hat. That's it. Danke für die Herzchen, guten Morgen. Und da muss ich hinkommen, dass ich wirklich in diesen jetzigen Zustand komme und sage, ja, ich bin Gott. Ich bin absolut in Ordnung. Ich bin perfekt. Ich bin fehlerfrei. Und das ist das Wichtigste. Und jetzt geht's hier weiter. You are consciousness. You are the creator. Du bist Bewusstsein. Du bist der Schöpfer. This is the mystery. This is the great secret known by the seers, prophets and mystics throughout the ages. Punkt. Das ist the secret. Du bist der Schöpfer, du bist Bewusstsein. Und Bewusstsein, das muss man uns auch mal wieder überlegen, ja? Bewusstsein, was ist Bewusstsein? Ein Riesenwort. Auf Deutsch gibt es eigentlich nur dieses eine Wort Bewusstsein. Aber auf Englisch ist es Consciousness und Awareness. Ja? Sind zwei verschiedene Wörter für Bewusstsein. Was ist der Unterschied zwischen Consciousness und Awareness? Consciousness ist einfach alles, was da ist. Ich bin alles, was da ist. Das ist Consciousness. Es gibt keine Limite. Es gibt keinen Raum, keinen beendeten Raum. Es gibt nichts, wo es anfängt und wo es beendet. Es ist immer da. Das ist Consciousness. Und Awareness ist mehr die Wahrnehmung. Ja? Die Wahrnehmung in dem Bewusstseinsraum. Und wenn du Dr. Joe Dispenza kennst, dann macht er genau das in seinen Meditationen. Der sagt, eben, geh rein in die Leere, in das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist eben das Leere, dieser leere Raum, in dem tatsächlich nichts ist, außer reine Seele. Reine Liebe, reine Perfektion, reinstes Herz, reinste Liebe. Das ist diese Leere. Und diese Leere, die ist so wichtig. Gott ist diese Leere. Die unendliche Intelligenz, die ist leer von Verstand und Intellekt. Weil David Goddard sagt auch, this is the truth. That you can never know intellectually. Ja, dein Intellekt, der kann es wie nicht verstehen. Und doch müssen wir unseren Intellekt so informieren, dass er uns nicht blockiert, dort reinzugehen in diese Leere. Er muss eine Vorstellung haben von Bewusstsein, von Gott, von Intelligenz. Weil sonst kann ich mich nicht darauf einlassen. Sonst ist mein absoluter Sicherheitsmechanismus da und sagt, ich gehe doch nicht in die Leere. Also muss ich irgendwie intellektuell und logisch doch verstehen, wer ich bin in Wahrheit, damit ich das leben kann, damit ich aus diesem Wissen heraus leben kann. Und wenn ich weiß, logisch ist, der Ursprung, die Quelle ist leer, weil daraus, aus dieser Quelle, aus dieser göttlichen Energie, aus dieser unendlichen Intelligenz, aus dem Quantenfeld, kannst du dir vielleicht vorstellen, einerseits ist das Quantenfeld leer, die Quelle ist
leer. Du bist die Quelle als absolut leer. Und dann, Neville Goddard sagt, Creation is finished. Also Schöpfung ist beendet. Das heißt, wenn Schöpfung beendet ist, dann ist Erschöpfung auch beendet. Wir müssen gar nicht mehr uns so erschöpfen, um etwas zu erschaffen, sondern die Schöpfung ist beendet. Also muss ich quasi nur die Realität, die mir gefällt, die ja schon besteht. Alles besteht. Wenn Kreation beendet ist, dann bestehe ich in jeder Realität jetzt schon. Und jetzt liegt es an mir, diese Realität herzunehmen und mich in dieser Realität zu sehen. Meine Lehre quasi mit dieser Realität eins werden zu lassen, die ich möchte. Aber deswegen brauche ich zuerst diese Lehre, weil wenn ich diese Lehre nicht habe, wenn ich diese Lehre, wenn ich mich nicht gelehrt habe, wenn ich immer noch Attachments habe zu einer Persönlichkeit, dann wird es immer verwässert. Dann hole ich mir zwar eine neue, schöne Realität, und ich komme nachher übrigens auch noch zu meinem Beispiel, wie ich meine schöne neue Liebesbeziehung genau so verwässert habe, genau so, wo das wieder hochkam, diese Patricia, diese menschliche Patricia, diese ängstliche Patricia, diese Patricia, die Angst hatte zu versagen, nicht gut genug zu sein, abgelehnt zu werden, die kam wieder hoch, die ist wieder auferstanden sozusagen, um mir nochmal zu zeigen, worum es wirklich geht, um mich nochmal genau dahin zu setzen und zu sagen, das passiert, wenn vorher diese Lehre, dieser Job nicht gemacht worden ist, diese Vergangenheit nicht gelehrt worden ist, wenn du ganz unten noch einen Bodensatz drin hast von deiner Vergangenheit, von deinen vergangenen Erfahrungen, von deinen vergangenen Rückschlüssen, von deinen vergangenen Überzeugungen und da oben drauf eine neue Realität setzt, weil du diesen Container noch nicht ganz geleert hast, dann wird dieser Bodensatz wieder aktiviert. Und dann ist es die schönste Realität, die du reingesetzt hast, wird wieder versaut. Weil ich sage, was bei mir war, weil ich diesen Bodensatz noch reinigen musste, weil ich diesen Bodensatz noch erkennen musste, weil ich überhaupt noch erkennen musste, dass es Bodensatz gibt. Und deswegen erzähle ich euch das alles so, deswegen mache ich hier keinen Hehl draus, weil es einfach das Prinzip ist und nochmal klarer dieses Prinzip zu sehen und zu spüren und zu erkennen und zu wissen, natürlich, ich war trotzdem nicht schlecht, ich bin trotzdem göttlich, aber ich hatte diesen Bodensatz noch nicht gereinigt, diesen untersten Schleim, und der kommt nun mal nur hoch, wenn ich das Leben lebe, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich sage, ja, so wie ich war, bevor ich die Tür aufgemacht habe für die Beziehung, ja, mir geht's so gut und ich habe alles im Griff, keine Ups and Downs, keine Sorgen, Kind ist erwachsen, ich bin frei, Huliju, und dann habe ich die Tür aufgemacht und habe zugelassen, dass mir dieser Bodensatz noch gezeigt wird. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank für mich und Gott sei Dank für alle, die mir hier zuhören.
weil es für jeden das Gleiche ist und weil wir so oft, wenn uns das passiert, nach all dieser Arbeit, nach all dem, was wir versucht haben, wirklich uns zu transformieren, dann kommt wieder dieser Bodensatz hoch und der erste Rückschluss ist, Scheiße, ich hab's doch nicht drauf. Scheiße, ich hab doch versagt. Ja, und genau deswegen zu sagen, es geht hier nicht um Versagen. Es geht hier um tiefer zu gehen und um noch klarer zu sehen und eben klarer zu sehen, wo ist der Unterschied zwischen diesem menschlichen Design, zwischen dieser menschlichen Angst, zwischen diesem Nichtvertrauen in mein göttliches Design. Wo vermixe ich da noch? Wo bin ich noch nicht ganz da? In meiner Ansicht. Und genau jetzt kann ich hier weiterlesen. This is you, John Jones. That is you, John Jones oder Mary Smith. That is absurd. Ich bin nicht Patricia Denda. Du bist nicht dein Name. Das ist absurd, uns damit zu identifizieren, mit unserem irdischen Namen, mit unserem menschlichen Namen. Ja, deswegen gibt es ja in diesen indischen Kulturen und Leute, die sich dann Übernamen geben und sagen, ja, keine Ahnung, ich heiße jetzt Soraya oder ich heiße jetzt, was weiß ich nicht was, diese indischen Namen, aber die nützen dir überhaupt nichts, wenn du, neuen Wein in alten Schläuchen machst, ja. Darum geht es nicht. Es geht nicht um unsere irdischen Namen. Es geht um keine Namen. Es geht nur darum, ich bin das, ich bin Gott. Und den Namen, den ich trage, das ist so, so unerheblich. Und ich habe auch früher mal gedacht, deswegen wollte ich meinen Ex-Mann auch unbedingt heiraten, weil ich meinen Mädchennamen, meinen adoptierten Mädchennamen, weil ich gedacht habe, weil dieser Name mir übergestülpt worden ist, ist mir diese Personality übergestülpt worden, die so unglücklich und nicht gut genug war und so gequält war und so abgelehnt war. Und ich dachte, das kommt von diesem Namen. Nein. Ich habe mich zwar ein bisschen besser gefühlt, als ich diesen Nachnamen dann nicht mehr hatte, sondern den Nachnamen jetzt meines Ex-Mannes, weil irgendwo diese Geschichte scheinbar dann abgeschlossen war, aber weit gefehlt. Der Bodensatz war da. Und der kam wieder hoch, damit ich ihn nochmal so klar sehe, so weit weg von meiner vergangenen Geschichte, so weit weg von meinem Namen, den ich jetzt trage, so weit weg von meinem Leben, das ich jetzt lebe. Und doch war er da, um hochzukommen und gesehen zu werden. Und das ist für mich so, 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 so klar, weil es ist nicht das Prinzip ja der Frischverliebtheit und so weiter und so fort und hinterher kommen die Probleme. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, was für ein Gegenüber pushst du aus, was für ein Gegenüber bist du in der Lage zu sehen. Und wenn dieser alte Bodensatz hochkommt und sich wie ein Film und ein Filter, durch den du das Leben und deine tolle Beziehung und dein tolles Leben und deinen tollen Job siehst, liegt und du dann plötzlich nur noch aus diesem Filter der Vergangenheit, aus diesem Bodensatz der Vergangenheit alles siehst und du nicht erkennst, wo die Liebe ist und wo das ist, was du eigentlich willst, weil du so drauf programmiert bist, weil dieser Bodensatz sich so durchsetzt und du nur noch genau die Dinge siehst, die du nicht mehr haben willst und die kommen hoch und im Außen transformiert sich diese Person zu dieser Horrorperson, die dir zeigen muss, welcher Horrorbodensatz, welcher teuflische Bodensatz in dir noch aktiv ist. Und nur mit diesem Wissen, wer du wirklich bist, kannst du das loslassen? Kannst du dich wirklich, wirklich lehren von vergangener
Erfahrung, vergangener Story, vergangener Traumata, vergangener Angst, vergangener Verletzung. Ich lese mal hier weiter. It is the consciousness which knows that you are John Jones or Mary Smith. It is your greater self, your deeper self, your infinite being. Call it what you will. The important thing is that it is within you. It is you. It is your world. Und das ist auch für mich so wichtig. It is your world. Es ist in dir. Es bist du. Es ist alles in dir. Es ist deine Welt. Deine Welt ganz alleine. Und es ist so, so, so wichtig. Wir hören manchmal Coaches: Willkommen in meiner Welt. Komm in meine Welt, da wirst du geheilt. Komm in meine Welt, da ist alles besser. In meiner Welt, du musst eintreten. Ich lade dich ein in meine Räume. Ich lade dich ein in meine Welt. Wenn meine Welt die göttliche Welt ist, die göttliche Welt der Fülle, der absoluten Perfektion, und ich weiß, dass deine Welt auch die göttliche Welt der Fülle und der absoluten Perfektion ist, muss ich dich nicht in meine Welt einladen, sondern dann weiß ich, wir sind zusammen schon in dieser Welt. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, wenn ich empowere oder wenn ich mich als Empowerment Coach sehe, dann sehe ich mich als jemand, der genau das tut, was ich jetzt tue, dich daran zu erinnern, dass es nur um dich geht und um deine Welt. Und dass ich nur da bin, um dich zu erinnern. Nicht um dich zu heilen, nicht um dich besser zu machen und so weiter, sondern um dich daran zu erinnern, um mich daran zu erinnern. Das ist eigentlich das absolut Wichtigste, um mich daran zu erinnern, dass ich heil bin und alles in meiner Welt göttlich ist. Das ist es. Und alle Marketingmaßnahmen, die dir irgendwo noch das Gefühl geben und sagen, du musst zu mir kommen, damit du endlich geheilt wirst, ist für mich nicht okay. Sondern du darfst daran erinnert werden, wie heil du bist, wie in Ordnung du bist, wie in Ordnung du denken kannst. Weil das ist immer wieder dieses Problem. Unsere Denkweise, die sagt uns etwas anderes. Unsere Annahmen sagen uns, ich bin nicht in Ordnung. Unsere Annahmen sagen uns immer wieder, unser Intellekt, unser Ego, unser Denken sagt uns immer wieder etwas anderes. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als durch Wiederholung und Korrektur und Richtigstellung diesen Denkprozess zu verändern. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du dich darauf einlässt, dass du dich auf diese Reise drauf einlässt, dass du dich auf diese Reise einlässt und weißt, ich kann keinen Fehler machen. Ich bin nicht falsch. Ich kann nichts falsch verkehrt machen. Das Einzige, was ich falsch und verkehrt machen kann, ist zu glauben, ich müsste etwas tun, ich müsste etwas anders machen, ich müsste mich anders verhalten, ich müsste mich anders zeigen, ich müsste anders sein. Das ist der einzige Fehler, den wir immer wieder machen, wenn wir von unserem John Jones oder Mary Smith Zustand, Seinszustand, Personality ausgehen und unser Leben als einen linearen Verlauf, der Schritt für Schritt gehen muss, von Kindergarten, Schule, Ausbildung, Job, Karriere, wo es tatsächlich darum geht, immer wieder mehr Skills zu holen. Immer wieder zu wissen, wie mache ich es besser?
Das ist der Treiber, der so übel ist, weil ich nicht aus der Perspektive komme, weil mein Intellekt mir noch nicht erlaubt, aus der Perspektive zu kommen. Es gibt nichts besser zu machen. Es gibt nur anzuerkennen, wie gut ich bin, wie gut alles für mich ist, wie gut das Leben es für mich meint, wie gut es Gott mit mir meint, sozusagen, ja. Und wenn Gott es mit mir gut meint, muss ich doch davon ausgehen, dass ich jemand bin, mit dem es gut gemeint ist. Das Leben, alles, Gottes Universum meint es gut mit mir. Aber ich finde immer wieder Gründe, wo ich beweisen kann, dass es mit mir nicht gut gemeint wird. Dass es für mich schwer ist, dass es für mich lang dauert, dass es für mich kompliziert ist. Und das ist diese Krux, aus der ich rauskommen muss. Krux heißt übrigens Kreuz, ja? Wisst ihr, dass das Kreuz so im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Diese Krux muss ich für mich auflösen. Was heißt es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Diese Krux, ja? Aus der muss ich rauskommen. Aus diesem Kreuz, wo ich dran genagelt bin. Ich muss da raus und ich muss wieder auferstehen. Es ist alles geschrieben in allen alten Schriften, nur was mache ich intellektuell mit meinem Geiste damit? Wie verstehe ich die Sache? Und das ist das Interessante auf dieser Reise. Das ist das, was mir dieses Wohlfühlen bringt, was mir dieses geile Leben bringt. Ich lese jetzt noch weiter, es ist nicht wahnsinnig viel, um hier zum Schluss zu kommen. It is this fact that underlies the immutable law of assumption. Es ist einfach dieser Fakt, der dem Gesetz der Annahme, law of assumption, ja nicht Annahme vom ich nehme an, sondern ich habe assumptions, ich assumiere, ich habe Rückschlüsse, Gesetz des Rückschluss. Das ist einfach dieses Gesetz, das funktioniert so 100%. It is upon this fact that your very existence is built. Auf dem Gesetz der Annahme beruht deine ganze Existenz. Nimmst du an, du bist Gott, der Schöpfer, wo Schöpfung schon beendet ist und du quasi nur der Auswähler der Realität bist? Oder nimmst du eben an, dass du Mary Smith oder John Jones bist mit deiner menschlichen Geschichte und mit deinem menschlichen Design, mit deinem Human Design? Dass du daran festmachst, dass du an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit geboren bist. Und das ist einfach Dualität. Du hast die Wahl zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Seiten, zwischen grundsätzlich zwei Ansichten. Immer. Aber welche Ansicht, welche Assumption, welchen Rückschluss, welche Überzeugung du aktiv hältst, sorgt dafür, was sich in dir, in deiner Realität zeigt. It is this fact that is the foundation of every chapter of this book. Also genau das ist die Grundlage von diesem ganzen dicken Buch von Neville Goddard, wo er immer wieder erklärt, wieso, weshalb, warum ich, du, wir, jeder für uns Gott sind, unser eigenes Universum generieren, tragen in uns und kreieren und absolut unabhängig davon sind, was äußere Umstände, was äußere Welt zeigt. Weil äußere Welt zeigt, bis zu dem Moment, wo du dich als dieses göttliche Wesen, als diese göttliche Perfektion wahrnimmst, zeigt dir die Reflexion deiner Mary Smith oder deines John Jones. Ja? Und meine Mary Smith
meine Patricia, die war einfach noch nicht frei von ihrer Mutter. Ich habe immer noch, obwohl ich mich so entfernt habe, so abgelehnt habe, alle Dinge, die mir an ihr nicht gefallen haben, alle Persönlichkeitszüge, Charaktereigenschaften, habe ich zum allergrößten Teil abgelöst. Aber der Bodensatz, die Angst, die tiefe Angst, diese Verletzungen, die waren noch nicht gereinigt. Die waren so tief versteckt und so lange, bis wir diese Leere nicht erreichen können, wird sich im Außen immer wieder diese alte S-E-I-S-S-E reflektieren. Die Welt ist da, um uns unser Inneres zu reflektieren. Alle Menschen in unserer Welt sind da, um unser Innerstes zu reflektieren. Und in dem Moment, wo du einen göttlichen Bund mit jemandem einnimmst, sei es Freunde, sei es Bekannte, sei es Eltern, in dem Moment, wo du spürst, da ist reine, wahre, wahrhaftigste Liebe, bedingungslose Liebe, whatever diese Person tut, dann hast du es geschafft. Und ich kann für mich sagen, in der Beziehung zu meinem Sohn, die ist so rein. Die ist so, so, so rein. Und dennoch, so eine reine Beziehung mit einer in Anführungsstrichen fremden Person, weil es gibt ja niemand Fremdes, aber mit einem Outpush, wo genau dieses Vertrauen, dass dieser Outpush Teil von mir ist, nicht da ist und wo ich immer noch die Trennung sehe, das ist die große, große, große Herausforderung, hier eben in die Verbundenheit und in die Verbindung zu gehen und nichts anderes mehr wahr sein lassen als diese reine, wahre, pure Liebe. Und wenn ich in diesem Zustand bin, in diesem Zustand, dann weiß ich, dass Fülle herrscht. Dann weiß ich, dass Fülle da ist für mich. Dann weiß ich, dass Versorgung da ist für mich. Dann weiß ich, dass Liebe da ist für mich. Dann weiß ich, dass ich nichts im Außen suchen muss, nichts im Außen nachrennen muss, sondern dass meine einzige Arbeit ist, in diesem göttlichen Zustand durch die Welt zu gehen. Und das ist eben nicht intellektuell fassbar. Der Intellekt kommt dann zur Ruhe, das Denken kommt wie zur Ruhe, da denkt's nicht viel. Weil wenn es ist, was muss ich noch denken, wenn ich denke, denken, 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 da denken ist etwas bewirken müssen. Aber wenn ich einen Seinszustand schon erreicht habe, dann muss ich auch nicht mehr denken. Überleg dir das wie im Schlaf, ja? Dass du diesen entspannten, schlafenden Seinszustand erreicht, du denkst ja nicht mehr. Also, dein Bewusstsein ist total ruhig. Und wenn du träumst, dann sind es nur vergangene Bewusstseinszustände, die hochkommen. Aber ich träume zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was ich träume. Vielleicht träume ich was, aber ich weiß es nicht. Also, wenn ich schlafe, dann weiß ich nicht, welches Bewusstsein. Da habe ich mein göttliches Bewusstsein. Ich gehe einfach davon aus, dass ich das habe. Also, jetzt sind wir gleich fertig. No, you cannot know this intellectually. You cannot debate it. You cannot substantiate it. Also, du kannst es nicht intellektuell verstehen. Du kannst nicht darüber diskutieren oder Recht haben. Du kannst es nicht zu einem Objekt, du kannst es nicht objektivieren. Du kannst keine Substanz draus machen. You can only feel it. You can only feel it. Und
was ist das für ein Gefühl, wenn du das nur fühlen kannst? You can only be aware of it. Und das ist das, was Dr. Joe Dispenza auch macht. Are you aware that you are aware? Ja? Bist du dir bewusst, dass du Bewusstsein bist? Ja, das ist eine riesengroße Frage, die er immer wieder in seinen Meditationen stellt. Bist du dir bewusst, dass du Bewusstsein bist? Und wenn du dir diese Frage stellst oder wenn du sagst, ja, ich bin Bewusstsein, dann kannst du Bewusstsein fühlen. Dann kannst du fühlen, wie es für dich anfühlt, wenn du leeres Bewusstsein bist. Dann kannst du in diesen Zustand kommen. Dann kannst du dich kennenlernen als leeres Bewusstsein. Dann kannst du dich kennenlernen als Gott. Dann kannst du dich kennenlernen als bedingungslose Liebe. Und dann fühlst du das. Und das ist ein Gefühl, wo du im Frieden bist. In Erfüllung. Und dann weißt du, diesen Moment, wo du in absoluter Erfüllung bist, in absoluter Weichheit, in völlig raus aus Kampf oder Angst, im Vertrauen. Das ist auch so ein wichtiges Gefühl. Dieses Vertrauen, weil ich da bin, weil ich da bin, weil es nichts fehlt, weil ich bin, weil ich komplett bin, weil ich gut bin, so wie ich bin. Und das ist dieses Gefühl. So fühlt es sich an, wenn du weißt, ich bin das, ich bin Gott. Becoming aware of it, one great emotion permeates your being. You live with a perpetual feeling of reference. The knowledge that your creator is the very self of yourself and never would have made you that he not loved you must fill your heart with devotion. Yes, with adoration. Also dieses Wissen, dass dieses Bewusstsein, das du bist, absolut heißt, dass du Liebe bist und dass du geliebt wirst. Das füllt dein Herz, das gibt dir warme, herzliche Gefühle und es füllt dich mit Adoration, I adore you, ich himmel dich an mit Anhimmelung, ich weiß jetzt kein besseres Wort, aber mit Devotion, mit Hingabe, mit so viel mehr wie Dankbarkeit, verstehst du? Ich habe gestern ein Video gemacht über Dankbarkeit, was die Fehlinterpretationen von Dankbarkeit sind. Aber das füllt dein Herz mit so viel mehr wie Dankbarkeit. Das füllt dein Herz mit Liebe, mit... Das muss ich hier mal schnell schauen. Also das gibt's ja nicht, dass mir das Wort fehlt. Adoration. Unglaublich. Ihr wisst es bestimmt, ihr könnt es auch reinschreiben. I adore you. Ich himmel dich an. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Adoration heißt auf Deutsch Anbetung, Verehrung, Liebe. Ja? I adore myself. Ich bete mich selber an. Ich muss mich selber anbeten, wenn ich Gott bin. Ja? Ich muss. Genauso, da kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du zu einem Gott außerhalb von dir sagst, wow, danke, wow, ich bete dich an für deine Kraft, für deine Liebe, für deine Hingabe, für deine Wertschätzung, dafür, dass du für mich sorgst, dass du mich unterstützt. Das muss in deinen Verstand reinkommen, wenn du Gott reflektierst, dass du diese gleichen Gefühle für dich selber hegen darfst. Und das ist so viel mehr wie Selbstliebe. Das ist Selbstanbetung. Oh, das ist Gotteslästerung. Oh, das ist Gotteslästerung. Gott darf sich nicht selbst anbeten? Natürlich, Gott kann sich nur selbst anbeten. Und das ist diese Tweak.
Das ist dieser Tweak im Intellekt, der gereinigt werden muss. Dass, wenn ich Gott in mir selbst anbete, dann darf ich auch Gott in allen anderen Menschen anbeten. Und das ist der Tweak, das ist die Reinigung, das ist dieser Bodensatz, der weg muss. One knowing glimpse of the word about you at any single instant of time is sufficient to fill you with profound awe and a feeling of worship. Das ist genau das, was ich sage. Ja, nur das Wissen von einem kleinen Teil der Welt, die sich um dich herum ergibt, die du bist. Einen kleinen Moment an Zeit ist genug, um dich mit dieser profunden Faszination, oh, Hingabe, Begeisterung zu füllen, um dich selber zu füllen und mit einem eben Feeling of Worship, einem Gefühl der Anbetung. Wow, das ist groß, das ist so viel, das ist so viel mehr wie Selbstliebe. Das ist so viel mehr wie Selbstliebe. Diese Anbetung, wow, diese Sprachlosigkeit über deine eigene Faszination. Pah, dieses Gefühl zuzulassen. Das ist übrigens das, was ich damit meine, wenn ich sage, das Portal. Da gehen wir hinein. Da gehen wir hinein in diesem Programm. Genau in dieses Gefühl der Hingabe, der wow, über dich selber, über dich, über deine Göttlichkeit, weil dann ist dein ganzes Leben lang voll von diesem Gefühl. Und dann gehst du es nicht mehr suchen. In Beziehungen, in Erlebnissen, in Business, in Geld, sondern oh, dann ist es da. Es ist einfach bedingungslos da, weil du es bist. Und es hat so viel Wahrheit in diesem tiefchristlichen Worshipping. Zeremonien. Nur sprechen die immer einen Gott außerhalb von dir an und nehmen dir die Kraft und die Power. Und das gilt es herumzudrehen, weil wir sind so konditioniert, dass es nicht in Ordnung ist. Wir können fähnen, wir können worshipen, wir können andere verehren, wir können andere, wow, auf den Podest stellen und oh. Ich war übrigens nie eine, die das konnte. Ich war nie eine, die das konnte. Und vielleicht bist du auch jemand, der immer gesagt hat, ich sehe keinen Sinn darin, andere auf den Podest zu stellen und andere zu verehren. Eigentlich so, ich hatte nie so Wow-Star oder Idole oder It-Girls oder Leute gefollowt, wo ich sage, wow. Für mich war eher immer die Frage so, was soll das? Worum geht es hier eigentlich? Ja, und wenn du auch so jemand bist, dann hast du schon lange das Richtige gewusst, aber dich immer wieder abbringen lassen davon, dass andere, ja, andere Gurus zu Gurus machen, zu irgendetwas machen, was außerhalb von mir ist. Wenn du jemand bist und ich weiß, vielleicht höchstwahrscheinlich bist du jemand, der das Video sieht, der auch sagt, das kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Ich himmel niemand an, ich hype niemanden. Warum sollte ich das tun? Es geht doch um mich. Es geht doch um mein Leben. Es geht doch darum, wer ich bin. Ich bin noch der Schöpfer. Ich bin noch Gott. Ich kann keinen Gott außerhalb von mir anbeten, keinen Guru, keinen Besserwisser, keinen, der etwas für mich tut. Ich bin's doch selber.
Und genau darum geht's, darum geht's. Und da möchte ich euch mitnehmen, diese 2 Monate in diese Reise, in dieses Portal einzutreten. Von mir als Gott, als Gottheit, aber nicht in diesem klassischen Sinne, sondern in diesem wahrhaftigen Sinne, in dem energetischen Sinne. Ohne Intellekt, der sich verbindet mit meiner Persona, der mich verbindet mit meiner Limitierung. Diesen Intellekt will ich loslassen, den brauche ich nicht. Energie braucht keinen Intellekt. Gott, Universum ist Energie. Ich bin Energie. Und da komme ich wieder zu diesem Punkt hin, dass ich alles bin. Aber Energie, jeder Gedanke ist Energie. Jeder Gedanke ist Energie. So, letzter Absatz. It is when your feeling of reference is most intense that you are closest to God. And when you are closest to God, your life is riches. Ja, und das ist genau das. Du brauchst dieses Referenzgefühl zu dir selber, dass du diese Referenz, diese Erfüllung, dieser Anbetung, dieser Liebe, dieser bedingungslosen Liebe und Erfülltheit, dass du diese Referenz bist, immer wieder du, nicht außerhalb von dir. Und dass du, dass dieses göttliche Gefühl in dir, dieses erfüllte Gefühl so groß und größer werden kann. Und dann bist du closest to God, dann bist du eins mit Gott, dann ist dein Leben so reich, erfüllt, erfüllt. Your deepest feelings are precisely those we are least able to express. Our deepest feelings are precisely those we are least able to express. And even in the act of adoration, silence is our highest praise. Ja, wir können unsere tiefen Gefühle so schwer ausdrücken und sogar in einem Zustand der Anbetung ist die Stille unser höchstes Gebet. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Leere, zu dieser Stille. Und die kann aber nicht, wie vielfach gelehrt werden, die kannst du dir nicht aufoktroyieren, durch Meditation und Gedanken still zu zwingen, sondern dieser Zustand kommt genau dadurch, indem du dich selbst erkennst und dich so fühlst und dich so siehst und so über dich denkst. Wie Gott. Ja, und jetzt sind wir beim Ende. Wie denkt Gott über dich? Dein Gott. Jede Ansicht über dich ist die Ansicht, die du trägst. Trägst du deine Ansicht aus Gott oder trägst du deine Ansicht aus deinem Vor- und Nachnamen, aus deiner Geschichte in dir? Darum geht's. Und das ist so eine fantastische Reise, die immer wieder tiefer und tiefer geht und die auch dazu führt, eben diesen Bodensatz anzuschauen, zu sehen. Damit machen, was ich möchte, aber immer wieder dahin zurückzukommen, zu meinem reinsten göttlichen Zustand in meine Seele einzutreten, mich selber, ja, anzubeten. Kannst du dich selber anbeten? Und dann muss im Außen die Welt dich anbeten. Dann müssen die Menschen im Außen dich anbeten. Dann muss dein Partner dich anbeten. Aber wenn du kein Konzept hast, was anbeten bedeutet, weil du es nicht in dir fühlen kannst, weil du diese tiefe, tiefe Verehrung für dich selber noch nicht aktiv hast, kann ich dir nur sagen, komm
in das Portal. Wir gehen zusammen in diese Aktivierung. Du findest das in dir. Du findest das in dir. Das ist da. Wir machen den Weg frei. Und es ist so geil. Und nichts, was dir im Außen mehr passiert. Jedes Drama, du weißt, wie du es nehmen sollst. Jede Missmanifestation. Weißt du, sie ist nicht schlimm, das macht nichts. Es geht wieder hier zurück zu mir. Es geht, dass ich noch mehr in mir meine eigene Anbetung, meine eigene Hingabe zu mir selbst, zu meiner Kraft, zu meiner Liebe, zu meiner Power, zu meiner Schönheit finden muss. Und sie wird mir im Außen reflektiert werden. Es ist Gesetz. Es ist Gesetz. Und jeden, den du siehst, wo du glaubst, der hat das schon, der hat diesen Erfolg, der hat diese Liebe, der hat diese Bedingung, diese Beziehung, der hat dieses Leben, der hat es irgendwie geschafft, diese innere Welt auszupuschen. Und du schaffst es auch. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du jemand bist, der sagt, yes, 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 I do it. Ich freue mich riesig. Heute, jetzt schalte ich den Preis um vom Das Portal auf 2222 Euro. Für alle, die vorher gebucht haben und sich diese super Frühbucher-Chance nicht entgehen lassen haben kann, ich gratuliere dir. Es ist für dich. Ich freue mich riesig auf diese 2 Monate. Genau. Von diesem Programm Das Portal. Also, ich freue mich und wir sehen uns. Es ist erst der Anfang.